Wir haben dir, glaube ich, schon den Reifschneider gegeben. Ja, einen Reifschneider. Dann geben wir dir einfach noch einen Reifschneider, so. Das sieht jetzt da sicherlich cool aus, wenn du zwei Reifschneider auf dem Rücken trägst. Oder links und rechts. Am Gürtel. Ja. Hm. Hail and well met. Können wir dir noch Zeug verkaufen? So, gegenstandstypenmäßig. Außergewöhnliche Donnerbüchse behalten wir mal. So gute Großschilde können weg. Wir haben nämlich mehr als genug Schilde. Außergewöhnliche Waffen behalten wir. Gute Schwerter können weg. Wir haben ja zwei verzauberte Schwerter. Außergewöhnlicher Streitkolben behalten wir. Gucken wir mal, was haben wir so Doppeltes an Büchern. Asreis, durchnässtes Zauberbuch, eisengebundenes Elvas, Iblets. Wir haben einen Haufen Zauberbücher, Macht plus 2. Da Pionierwälzer zum Beispiel haben wir doppelt und dreifach. Reflexe plus 5, Renatus Zauberbuch, Sorikas Zauberbuch, vergoldetes Zauberbuch, Willensbrecher. Da Zaubererbände. Zaubermacher Wälzer, guter Zauberstab, können auch alle weg. So. Rüstungsmäßig haben wir wieder sehr viele gute Lederrüstungen eingesackt. Guter Plattenpanzer. Haben wir den außergewöhnlichen Plattenpanzer? Ne, nur ein Brustharnisch. Da doch, außergewöhnlicher Plattenpanzer. Noch eine gute Lederrüstung, die weg kann. Ist ja noch irgendwas nur gut? Ne. Und hier können die ganzen Turbane weg. So. Handeln und fertig. Und tschüss. Sure. Das heißt, Kader schnappen, rasten und nur. Und wenn wir Utnua hinter uns haben, dann geht's zum Finale über. Ja. Naja, da müssen wir noch mit Hevarias auf die Grabinsel. Aber die Grabinsel haben wir eh noch nicht erkundet. Ich schätze mal wieder Untote oder Schatten. Wobei ich hoffe, dass die Schatten jetzt mittlerweile nicht mehr so garstig sind, wie sie am Anfang waren. So. Da ist der Eingang zu Utnua. Ich sage Sagadi erstmal tschüss. Farewell. Nicht leb wohl. Du bleibst schön in unserer Gruppe. So. Following your lead. Kada setzt sich danach vorne. Du machst den ordentlichen Gesang. Den wir dir da so ziemlich stark beigebracht haben. Wobei, das nehmen wir mal raus. Der Rest da reicht aus, die drei Strophen. So. Gucken wir mal, ob unsere Formation so stimmt. Ja, so ist sie okay. Wobei Kanna hat weniger Lebenspunkte als du, Renz. Also geht Kanna mal in die Mitte. Und dann wird jetzt gerastet für Verfassung und Athletik. So, Gefolgsmahlzeit-Tag, ja. Ist okay. 650 Kupferpanzer, das können wir uns mehr als leisten. Und wir gehen nach unten. Ketnua, Stufe 1, Stufe 3, Stufe 5. Jo. 3 Stunden, um in die Tiefe zu steigen.
Ja, das Video mit der Seelenpeitsche. So, da müssen wir mal kurz hier gucken. Hier ist die Haupttreppe. Hier war die Treppe. Da lang müssen wir. Hier haben wir ja alles geplündert, was plünderbar war. Jo. Das heißt, es geht für uns eine Etage weiter runter an dem Blutpool vorbei. Hier hatten wir den großen Drachen erlegt. Oh. Keep it quiet. Ring des Schutzes. Und zwei Edelsteinchen. Ein Ring des Schutzes. Entschlossenheit plus 2 ist gut genug. Gaunschwur, den behalten wir mal. Das war der Pre-Order. Ring der Wunder. Du hast Leiden unterdrücken. Hä? Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. So. Gut. Und eine Etage tiefer, bitte. Einige Personen, denen du unterwegs und mit denen du kämpfst, können gefangen genommen und in deiner Festung eingekerkert werden. Ist mir bis jetzt so niemand aufgefallen, bei dem ich das machen konnte. Wir müssen uns dem Ziel nähern. Ich kann es in meinen Knochen spüren. Außerdem hat sich die Architektur verändert. Ja, das ist mir auch aufgefallen gerade. Sind wir im Mount Grimrock gelandet? Oh, und Tote. Viele Untote. Untote, die aber nicht gerade sonderlich viel können. Deswegen werden wir erstmal gucken, dass wir die Skelettmagier loswerden, die hier stören. So. Dann können wir mal hier ordentlich reinbomben. Wir könnten jetzt theoretisch Ura beschwören, aber das ist auch nicht nötig. Ja, let's go. Nicht da noch weg, und dann habe ich da noch zwei Untote gesehen. Nö. Da habe ich mich wohl vertan. So. Geht eine Menge Gefäßknochen. Achso, du bist eine Patrouille. Achso, du stehst da doch doof rum. Ach so, zwei Patrouillen. Heidis. So, weg mit euch beiden. Ihr nervt nur. Ihr seid nur noch lästig. Und ja, das ganze Zeug sage ich eigentlich nur noch ein, weil ich es kann. Skelettkämpfer. Will ich schon da lang? Da lang sieht es irgendwie so aus, als ob es da weiter in die Tiefe geht. Let's go. This isn't working. Das sieht ja irgendwie interessant aus. Nun mach mal ein Verbot dahin, Suretz. So, die sind jetzt ein bisschen benommen.
Yes. Hallo, kann man da hinten so ein kleines Geschoss auf ihn machen? Das tut ein kleines bisschen weh. Und tot sind sie. Right. So, sacken wir das alles mal ein. Oh ne, das hier drüben sieht nicht so aus, als ob es hier weitergeht. Das hier ist nur eine kleine Kammer. Ah, Saphir-Aufseher-Siegel, sehr schön. Hirbels Schutzhaut. Seite des Expeditionstagesbuchs. Oh, die lesen wir. Ich glaube nicht, dass wir diesen Ort jemals wieder verlassen werden. Ich frage mich, ob Merrick das noch tut. Jetzt ist es nur noch wir zwei, so wie damals, als alles begann. Und je länger wir bleiben, desto sicherer bin ich mir, dass es auch so enden wird. Wir sind im Jugendhafen nur mit Glück entkommen. Ich kann nicht umhin zu denken, dass er zu der Zeit einfach nicht hungrig gewesen ist. Ich könnte uns glücklich nennen, aber auf dem Weg nach oben müssen wir ja wieder an ihm vorbei. Ich habe Andras gefunden. Ich bezweifle, dass er nach dem Sturz noch lange lebte. Aber er hat seine Zeit genutzt, das gesamte Becken... Aber er hat seine Zeit gut genutzt. Das gesamte Becken stank nach Mokkastränen. An seinen Giften fand der verlogene Bastard wahrlich Gefallen. Ach so, das war einer der Abenteurer, der den Blutpool der Xaurips vergiftet hat. Das waren gar nicht die Xaurips selber, dass die Ogre sie nicht mehr fressen. Das habe ich ja damals vermutet. Okay. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall schon mal einen weiteren Siegelstein. Ich bin mal gespannt, wofür wir die später nutzen können. Hallo, Untote. Ihr geht mal da oben hin. Könnt ruhig Stumpf machen. So kannst mal den da ordentlich eine verpassen. Oder auch nicht. Fenris übernimmt das alleine. Kriegen wir hier eigentlich gerade neue... wo willst du hin, Hagrim? Kriegen wir hier gerade neue Aktualisierungen von den Kreaturen? Wahrscheinlich. Weil das heißt ja, je mehr wir töten, desto mehr Infos kriegen wir über die Viecher. Nein, Fenris nicht. So. Ja. Der Sarg ist kaputt. Dieser Sarkophag wurde geplündert. Sein Inhalt ist verschwunden. Das Skelett im Sarkophag ist so gut wie zerstört. Wie schade. Diese Dinge sollten doch irgendwo aufbewahrt werden. In der Bibliothek vielleicht, sagt Kanna. Der Schädel wurde in mehrere Stücke zerschlagen, oder? War das Kanna oder war das Duritz? Ja, das war Kanna. Okay, das heißt, wir schleichen hier mal. Wir sollten eh immer schleichen, um zu... sag mal, fühlst du dich jetzt irgendwie anders? Vielleicht ein bisschen krank? Naja, ich habe ein bisschen Hunger. Ich habe Leute sagen hören, dass die Vegetarier ihre Knochen für die Diebe verflucht hätten. Anscheinend sind die Geschichten falsch. Darüber bin ich natürlich froh. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Nein, die ruhige See ist wirklich nicht ruhig. Die rauscht und rauscht und rauscht. Vor sich hin. Okay, das hier ist echt gerade ein bisschen wirklich easy peasy, was wir hier machen. Es kommen sicherlich noch härtere Stellen.
Und wir müssen da denken, wir haben nur noch einmal Rasten. Der Rastmodus hält ja zum Glück dreimal Rasten, drei Ruhephasen aus. Was gibt's hier? Nur noch mehr Untote. Skelettkämpfer. Viele Skelette mal wieder. Au. Seid ihr zu garstig da hinten? Hier, kommt ein Feuerball. Das hat nicht gerade wehgetan, hä? Naja, was erwartet man von Untoten? Go.